Dark Showdown Vertoner Turnier. Viertelfinale. Little Miss Creepypasta vs. Markein 103. Markein 103. Ach, mal eine schlechte Note, das ist doch nicht so schlimm. In Simulationstechnik. Ich meine, wir haben in unserem Alter doch auch nichts Großartiges vollbracht. In seinem Alter habe ich schon... Ach, egal. Jedenfalls, so ein Mist darf nicht mehr vorkommen. Schau dir die Simulation doch mal genauer an. Sie läuft noch drüber. Vielleicht ist es doch nicht so schrecklich und vielleicht kannst du ihm bei der nächsten Simulation dann helfen. Ja, ich gehe ja schon. Genervt ging er herüber und sah sich den endlosen Zahlenreihen entgegen, erkannte schnell die Muster und ließ sich die Simulation visualisieren. Mit jeder Zeiteinheit war er mehr und mehr verärgert und die Gedanken tunnelten sich immer stärker, sodass er, wenn es denn welche gegeben hätte, die gut gemachten Teile der Simulation übersehen würde. Eine stümperhafte Arbeit, die vor Dummheit überquoll, in ihrer Falschheit schmerzhaft unangenehm war und letzten Endes nur eine endlose Aneinanderreihung von Sinnlosigkeiten darstellte. Die klügsten Erscheinungsformen innerhalb der Simulation besaßen gerade mal einen Intellekt, der einem Sandkorn im Vergleich zum Ozean glich. Gefangen in Strukturen, die nur oberflächlich Sinn machten. Angeekelt und wütend zugleich gab er dem übergeordneten System einige Befehle, die sogleich ausgeführt und über ein Sprachsystem übermittelt wurden. Beende das Programm Simulation Erde. Lösche das Programm Simulation Erde. Little Miss Creepypasta. Ach, mal eine schlechte Note. Das ist doch nicht so schlimm. In Simulationstechnik? Ich meine, wir haben in unserem Alter doch auch nichts Großartiges vollbracht. In seinem Alter habe ich schon... Egal. Jedenfalls, so ein Mist darf nicht mehr vorkommen. Schau dir die Simulation noch mal genauer an. Sie läuft noch drüben. Vielleicht ist es ja doch nicht so schrecklich und vielleicht kannst du ihm bei der nächsten ja dann helfen. Ja, ich gehe ja schon. Genervt ging er herüber und sah sich den endlosen Zahlenreihen entgegen, erkannte schnell die Muster und ließ sich die Simulation visualisieren. Mit jeder Zeiteinheit war er mehr und mehr verärgert und die Gedanken tunnelten sich immer stärker, so dass er, wenn es denn welche gegeben hätte, die gut gemachten Teile der Simulation übersehen würde. Eine stümperhafte Arbeit, die vor Dummheit überquoll, in ihrer Falschheit schmerzhaft unangenehm war und letzten Endes nur eine endlose Aneinanderreihung von Sinnlosigkeiten darstellte. Die klügsten Erscheinungsformen innerhalb der Simulation besaßen gerade mal einen Intellekt, der einem Sandkorn im Vergleich zum Ozean glich. Gefangen in Strukturen, die nur oberflächlich Sinn machten. Angeekelt und wütend zugleich gab er dem übergeordneten System einige Befehle, die sogleich ausgeführt und über ein Sprachsystem übermittelt wurden. Beende das Programm Simulation Erde. Lösche das Programm Simulation Erde. Wen fandet ihr besser?